Hallo und herzlich willkommen bei Aquado Zoo. Das ist der Philippe und ich bin der Nils. Und wir zeigen euch heute das lang ersehnte Aquarium zum Thema Kampffisch, nämlich unser Volksaquarium, kann man sagen, ne? Wo wir so sagen, für jedermann. Wollten wir ja machen, ne? Also genau. Kam immer wieder was dazwischen, ne? Ja. Und wir haben noch an so einer Kleinigkeit auch getüftelt die ganze Zeit. Das zeigen wir euch nachher nochmal in einem anderen Video. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal hier rum. Um das Volksaquarium. Genau. Das Better-Volksaquarium. Better wie Better, weiß ja Englisch. Better. Besser. Ja, besser. Das Better-Better-Aquarium. Ja. Wir haben uns hier genommen von der Firma Denodon, Scapers Tank 55. Warum haben wir uns den Denodon Scapers Tank genommen? Er ist relativ gut verfügbar. Also ihr habt viele Quellen, wo ihr den beziehen könnt. Preislich ist er durchaus interessant. Ja. Verarbeitungsmäßig vollkommen okay. Absolut. Ja. Ihr habt hier vorne die abgerundeten Ecken. Das ist nice to have, aber kein Muss. Ja. Ihr habt auch eine Abdeckscheibe dabei. So ist es. Die Höhe, er ist nicht so extrem hoch. Ist so genau so, ich sag mal, die goldene Mitte. Du hast eine schöne Tiefe, eine schöne Breite, die man wunderbar einrichten kann. Das heißt, man kann viele strukturierte Flächen schaffen und gleichzeitig erreichen wir 55 Liter. Ja. Also ich finde, das ist wirklich so der goldene Schnitt. Da kann man auf geringem Raum doch viele Liter schaffen. Ja, was braucht man denn noch dazu, Philippe? Ich würde sagen Filter. Mhm. Ich glaube, haben wir vorne schon stehen. Da fällt mir schon direkt was ein. Was denn? Wir haben ja, das ist vielleicht für die Zuschauer interessant für euch, wir haben da nämlich den normalen Eck-In-Filter genommen, den kleinen. Ja. Aber normalerweise ist da ja der XL dabei, ne? Ja, aber für das, was wir vorhaben, ist der mehr als ausreichend und der ist nicht unterdimensioniert, finde ich, für den Kampffisch. Wir wollen ja nicht so eine Buller-Geschichte da haben. Ja. Viele sind ja auch der Meinung, man braucht gar keinen Filter. Wir sind da anderer Meinung, aber wir sagen halt, es geht uns eher um die Wasserbewegung, auch wenn sie ganz dezent sein soll, aber dass einfach ein Austausch stattfindet. Und wir sind der Meinung, dass der Vorkommen dann genügt und auch einfach schlanker ist als jetzt so ein XLer. Ne? Definitiv. Okay. Dann haben wir da vorne stehen einen kleinen Heizer mit 50 Watt. Mhm. Kein Konstanzheizer, das ist wirklich einer, den man einstellen kann. Wir brauchen es ja ein bisschen muckliger. So ein Spezialkunststoff irgendwie, ne? Genau. So ganz flach. Auch bruchsicher, aber wer schmeißt ihn schon auf den Boden? Machst du nur einmal, ja. Ja. Genau. Ja. Thermometer haben wir noch, ne? Klassiker. Ja klar, wir müssen ja immer die Temperatur kontrollieren. Genau, weil also auch ein Heizer kann defekt sein. Genau, viele sagen ja immer so, ich habe doch 25, 26 Grad eingestellt, das muss doch dann passen. Ja, ja, nur weil was leuchtet, heißt nicht, dass es geht. Ne? Genau, das kenne ich noch irgendwie von meiner Mikrowelle zu Hause. Die leuchtet aber, es passierte nichts. Ja. Ja. So. Und eine Rückwandfolie. Ja. Ja, die brauchen wir auch. Ne? Wir wollen es ja auch blickdicht nach hinten haben, weil die Tiere sich auch gerne zurückziehen wollen. Genau. Stresswirkung reduzieren, dass man also quasi da ein bisschen zumacht. Haben wir mal exemplarisch hier eine hingelegt. Bodengrund haben wir hier, einen Neutralbodengrund. Ja, der Aquacando Kristallquarzkies. Ne? Genau. Farbe wäre fast egal, gedeckte Farben wären halt sinnvoll. Ne? Ja, ich bin eher ein Fan davon, es wirklich dunkel zu halten, wegen Reflexion. Ne? Dass das Tier auch dann nicht direkt von oben unten wieder angestrahlt wird von dem reflektierenden Licht, finde ich echt angenehm. Er ist ja neutral zum Wasser. Ja, das definitiv. Und er ist matt, also er ist nicht irgendwie hochglanzpoliert oder so, dass man da jetzt irgendwie glänzende Flächen hat. Ja, das hat, ist nicht also es gibt ja auch diese Kunststoff immer in den Sachen, die so immer so ein bisschen beißend riechen nach Chemie. Genau. Das hast du da überhaupt nicht. Genau, also der hat auch hier so ein Eisencoating-Verfahren, also auch einen Überzug, aber eben einen, der das Licht so bricht, dass es mattiert ist und vor allen Dingen langfristig hält und kein Problem erzeugt. Und der, übrigens, den muss auch nicht waschen, ne? Also ganz theoretisch stüte auf und rein, ne? Ja, das ist schon für Fauler sehr praktisch. Ja. Und wir haben einen Energieboden hier noch beigelegt, also ein klassischer Nährboden, der lange hält und gut die Pflanzen von den Wurzeln her versorgt, weil bei diesem Scape werden wir ja auf eine CO2-Anlage verzichten. Optional könnt ihr das natürlich gerne tun. Wir werden aber die Pflanzen da so auf, sag ich mal, langsam trimmen. Ja. Und dann kann man diesen Energieboden halt gut nehmen. Ihr müsst ihn nicht nehmen. Es gibt auch andere Möglichkeiten der Versorgung, aber wir werden das jetzt in dem Video so tun. Wir haben noch eine LED. Haben wir? Mhm. Ja. Achso, eine schöne Twinstar, genau. Genau, die Twinstar, die B-Serie. Das ist ja so die Einstiegsserie. Low-Budget-Geschichte. Low-Budget, aber ich finde schon eine sehr solide Qualität. Ja, oder? Gut verarbeitet, schöne Lampe. Hat auch schon ein bisschen mehr Licht, finde ich gut. Genau. Und ja, die werden wir euch gleich nochmal zeigen. Die haben wir schon vorgebaut, soweit vormontiert. Und ich würde sagen, wir packen jetzt mit euch zusammen einmal das Aquarium aus und fangen es an, technisch soweit einzurichten. Oh. Vier Umzüge hat es schon überlebt hier. Vier? Ja. Ja, nicht nur vier von also mir. Also Aquado zur Umzüge oder Umzüge? Ein Aquado zur Umzug, einen privaten Umzug und zwei Stück in der Familie. Echt gut. Und du hast das Messer wirklich genutzt? Ja. Oder war es die ganze in der Tasche? Nö. Okay. Mit diesem Messer habe ich hier 400 Quadratmeter Bodengrund gelöst. Hm? Ja, weil unser Ladenboden war früher mal Teppich. Tatsächlich. Krass. Bevor wir hier waren. So. Man hätte sich sicherlich auch einfacher machen können, aber einfach kann ja jeder, ne? Ja, definitiv. So.
So. Genau, das ist vielleicht nochmal ganz witzig. Ich weiß nicht, ob man das im Video hört. Es ist genau, weil es ist hier sehr leise gewesen. Hier ist eine Unterlichtmatte bei, ja, die auch direkt passend ist. Schön, die haftet sofort dran, ne? Das ist echt praktisch, genau, ne? Also ich find's, was für Faule. Ich finde es einfach gut, ist praktisch, ne? Es ist eine kostengünstige Lösung, ein schönes Aquarium zu haben. Auch der Schliff ist schön. Die Kunststoffwinkel. Genau. Wichtig ist bei so dünnen Gläsern generell, auch wenn die Biegungen halt diese ganzen Sachen haben, so ein Glas ist natürlich schnell in Gefahr, auch mal einen Bruch zu bekommen. Das Glas selber bricht natürlich nicht einfach so, aber die werden natürlich klassisch gerne auf Kommoden oder sonstigen Bereichen abgestellt. Sideboard und Co., ja. Kein klassischer Aquarenschrank ist und geringe Spannung vom Schrank geht natürlich schnell auf so ein dünnes Glas und erzeugt dort auf Dauer dann Wirkung. Das kennen wir zu Genüge. Also oft werden dann so von einem schwedischen Möbelhaus Möbel genommen, die durchaus nicht schlecht sind. Aber die sind manchmal nicht ganz so in Perfektion in der Beschaffenheit von der Ebenheit oder die Unterkonstruktion. Gibt doch mal ein bisschen nach, diese Pappkerne, und dann hat man eine minimale Spannung und dann... Ja, die sind ja auch nicht dafür gemacht, die Möbel. Broken, ne? Ja? Na, die sind ja nicht dafür gemacht. Das weiß genau man ja auch. Wer den Thrill sucht, muss ihn auch ausleben. Eben, dann, ja? Ne? No risk, no fun. Ja. So. Also ich finde das Aquarium wirklich gut für den Zweck. Steht gut ideal da, ne? Wenn man sich jetzt vorstellt, hier so ein Hochflosser-Kampffisch drin, vielleicht so eine Hochzucht, die hat hier also massig Platz. Und von der Größe. Ja, ich finde es halt gut, dass es halt nicht so extrem in der Breite geht. Ja. Ne? Aber die Tiefe, und die Tiefe halt, ne? Grundfläche, ja? Ja, ja, also definitiv. Schönes Aquarium. Ja. Wir statten das jetzt für euch soweit aus. Echt? Okay, ja, dann machen wir das. Machen im Anschluss noch natürlich das versprochene Gestaltungsvideo von diesem hier und auch von dem blau 38 Liter Weißglas. Ach, auch noch? Ja, da würde ich sagen, das 38er Weißglas, du bist ja der absolute Weißglas-Fan, den machst du. Und ich mache einfach nur dieses Standard-Volksaquarium. Reichen Sie mir bitte einmal den Filter. Bitteschön, der Herr. Oh, vielen Dank. Sehr freundlich. Darf ich Ihnen schon mal was vorbereiten? Ich wäre sehr für einen Heizer. Hm? Ich bereite Ihnen mal den Heizer vor. Bei dem Filter ist es so, viele von euch werden ihn ja wahrscheinlich schon kennen. Er ist auch schon einige Jahre am Markt, ist ursprünglich eigentlich für die Garnelenaquaren entwickelt worden. Ich finde den super, übrigens, den Filter. Ich finde den ganz, ganz toll. Leise? Ja, leise. Super wenig Stromverbrauch? Ja. Leichtes Prinzip von der Reinigung, von der Pflege her, diese Kartuschen, die du einfach nur rausnehmen kannst. Klar, produzierst du Müll damit, aber das ist so komfortabel. Und du kannst die auch sehr lange benutzen, ja, ne? Also selbst ja, wenn klar die ziemlich zuschmocken, gerade beim Kampfaquarium, also, da muss man jetzt nicht so. Bloß nicht auswaschen. Ich höre immer so Geschichten, die Leute fangen die Dinger da auszuwaschen. Das ist ein Vlies drin, ne? Und dieses Vlies, wenn das gewaschen wird, wird das unterschiedlich durchlässig und dann filtert er nicht mehr richtig. Also ja, ganz, ganz schlimm. Immer die Kartusche tauschen. Wasser sucht sich den geringsten Widerstand, genau, und dann geht es dran vorbei. Es gibt aber auch eine Granulatkartusche hierfür, ne? Die man langfristig nutzen kann. Man verzichtet dann nur auf die Feinfilterung. Ja, das ist richtig, aber ich wäre dann eher ein Fan, wenn es der Doppelte ist, diese Granulatkartusche zu nehmen, weil ich finde, die Feinfilterung ist schon erst echt wichtig. Die ist gut, ja. Ich ging mir jetzt eigentlich auch eher nur so um den Umweltcharakter, wenn man dann sagt, ich will halt eben. Ach, du Öko, du bist auch wieder ein Öko, ey, meine Güte. Aber auch da haben wir natürlich noch nachher einen Trick 17 für euch. Lasst euch überraschen dann in dem Video, was wir dann veröffentlichen im Nachgang, was nächste Woche rauskommt, weil da haben wir nochmal eine Feinfilterung auf andere Art und Weise. Lasst euch überraschen, das wird witzig. Okay, ich bin mal gespannt. Hör mal auf, du weißt genau, worum es geht. Ja? Gar nicht. Du hast es mitgebastelt. Gar, ne? Ach so. Hm? So, also das ist der Filter. Also ich bin fertig. Ja. Ich kann reden und arbeiten. Ja. Ich muss erstmal meine Teile hier wieder finden. So, nein. Stunden später. Ich werde jetzt auch extra dieses Zubehörteil hier nicht draufsetzen. Ach, jetzt erzähl doch nicht so viel. Weil diese Super-Duper da noch gleich kommt. Hm? Also kurz und knapp, Filter installieren, relativ weit oben. Ja, du bist eher links, ne? Ja. Okay. So, zack, zack. Ich hätte eher die rechte Seite gewählt. Nö. Okay. Nö, nö. Ich dachte, wir machen hier so einen Wechsel, weißt du? Heizung links, das so. Also nee, tatsächlich, soll ich dir was sagen jetzt? Ja, ja, ich bin eher ein Fan, den Heiz in der Nähe des Filters so. Ja, damit du das warme Wasser besser durchströmst. Genau. Können wir auch machen. Ja. Machen wir das jetzt so? Das machen wir jetzt. Oh, das ist aber nett. Zack. Auch er hört auf mich. Ja, selbstverständlich. So, das haben wir schon dran. Das ist also schon mal die technische Seite. Lampe und Abdeckscheibe, was hältst du davon? Willst du jetzt schon draufsetzen? Ja, dass wir einmal gucken können, wie es so passt, damit die Leute sich das vielleicht auch schon mal ansehen können. Ich habe da mal was vorbereitet. Oh. Schau, schau. Also ich finde auch für so eine Lampe echt schick, ne? Aber jetzt müssen wir noch, warte, für die Kühe. Ach, jetzt, du bist, oh, musst auch den letzten, ja, den letzten Handgriff haben, ne? Aber ist gut, ne? Ja, ich find's geil. Das ist eine simple Lampe, die aber, wie gesagt, echt gut ist. Wollen, ja, wir die Abdeckscheibe draufsetzen? Wollen wir die Abdeckscheibe draufsetzen? Ja, wir wollen. Hm? Wollen wir. Hm? Ich habe da mal was für dich. Hm. Na, pack mal ruhig aus. Oh, ein Acrylbumerang.
Irgendjemand erzählte mir letztens, Frisbee kann man alleine spielen. Der kommt ja immer zurück. Ich weiß nicht, wer das war. Weißt du das nicht? Ja, absurd, ja. Wäre ja so, als wenn jemand eine Frisbee und Bumerang vertauschen würde. Ja, wer macht denn sowas? Ja. Amateur, ja. So, ich schau mal durch die Scheibe. Die können wir jetzt hier auch noch abbrechen und verteilen auf der Fläche. Normalerweise genügt das aber so. Ich lasse es jetzt auch so stehen. Würdest du einmal die Lampe nochmal abnehmen? Aber sehr gerne. Hm? Es gibt auch Leute, die brechen gerne das Teil hier noch ab. Weil man könnte auch noch diesen Winkel hier hinsetzen und da hinsetzen. Und es gibt auch Leute, die setzen den Winkel auf woanders noch hin. Ich habe das gerade gesagt. Hm? Hast du das gesagt? Ja. Warum machst du das denn nicht? Ordnung muss sein. So. Moment, einmal das Kabel hier in der Ecke durchführen. Genau, weil ihr habt bei diesen Acrylhalterungen so kleine Ausbuchtungen für die Kabel. Könnten Sie das mal bitte hochhalten? Aber sicher doch. Das wäre total lieb. Jetzt ist es natürlich so, diese Ausbuchtung für dieses Kabel ist eigentlich gemacht für ein Kabel. Deswegen zwei Ecken, zwei Ausbuchtungen, zwei Kabel. Kann jetzt haben wir das ja auf eine Seite gemacht. Anstellen. So. Macht ja auch Sinn, was der Philippe da vorgeschlagen hat. Aber so, es passt. Ist dadurch halt sehr eng. Hm? Aber es passt. Wackelt und hat Luft. So. Wenn du magst, darfst du auch eine Lampe draufsetzen. Nee, mag ich nicht. Warte, lass mich mal. Wie? Mein innerer Monk. So, jetzt. Ja, du musst doch den letzten Griff jetzt haben. Jetzt kippelt's nicht. Hm? Ach, mein Gott, ey. So. Und passt? Wackelt hat Luft? Super gut. Na, hab ich doch gesagt. Sehr gut, ja, wirklich gut. Schön, richtig schön. Jetzt sagen natürlich manche, ach Mensch, so eine Abdeckscheibe, das ist doch blöd, weil wir brauchen noch diesen Austausch. Ja. Wir brauchen den Austausch, da habt ihr recht, aber das ist ein bisschen zu viel des Guten, denn ihr müsst ja nicht ganz einfüllen, ihr könnt den Filter auch noch verschieden positionieren. Ihr braucht am Ende oben so ein Luftpolster von 3-4 cm. Die Abdeckscheibe ist ringsum überall geschlitzt, also offen, und ihr habt hier oben den Griff. Es findet tatsächlich hier einen Luftaustausch statt, und wenn man mal wirklich berücksichtigt, wie viel so ein Kampffisch dort an Sauerstoff benötigt, da kann ich auch 3-4 von versorgen. Ja. Ich glaube auch, aber ich glaube auch, wenn eine CO2-Anlage drauf sitzen würde und die richtig fein gelöst ist, dass da nicht wirklich sich viel CO2 stauen kann. Es ist ja, wie gesagt, auch im Gegensatz zu geschlossenen Abdeckungen hier überall an den Seiten offen. Das heißt, vollflächig passiert hier was. Aber eine Abdeckscheibe zu verwenden macht schon Sinn, denn viele kennen das Problem. Fische springen gerne auch mal. Ein Kampffisch kann das recht gut. Das ist richtig. Aber auch ein Kampffisch-Aquarium ohne Abdeckscheibe kann man so gestalten, dass er nicht rausspringt. Ja. Über die Gestaltung selber und über die Wasserstandsnivellierung kann man das dann entsprechend vorbeugen, dass die da nicht rausspringen. Aber so ist es sicherlich auch wieder so für jedermann gemacht. Folie. Wir haben jetzt hier mal eine 60x30 genommen, also eine vorkonfektionierte. Die passt hier eigentlich sehr gut. Das ist so ein Standardmaß bei vielen Herstellern, 60x30. Ne? Das Aquarium ist ein Tick höher. Ja. Ich hole noch mal eben die reinen Maße. Die haben wir nämlich hier stehen. Und zwar haben wir eine 45er Breite, eine 36er Tiefe und eine 34er Höhe. Die Höhe ist aber ja insgesamt. Das heißt, ihr müsst noch einen Bodengrund hier abziehen. Ihr habt hier oben noch die Verblendung, also die Halterung. Das heißt, wenn ihr die Folie anzieht, fängt er an, das ganz oben bündig zu machen. Nach unten hin entsteht dann eine kleine Lücke. Ihr könnt natürlich auch euch direkt eine Folie kaufen, die größer ist. Die kostet dann ein bisschen mehr, aber ihr füllt ja sowieso Bodengrund ein. Ihr werdet von der Lücke unten nicht sehen und könnt euch die 2-3 Euro sparen. Wir wollen es ja preiswert halten. Genau. Volksaquarium. Genau. So, das haben wir. Thermometer lassen wir mal verpackt. Jeder von euch kennt ein Thermometer, das kann man dann hier nochmal anbringen. Wo würdest du das Thermometer denn anbringen, damit es dann am zuverlässigsten ist? Also ich würde tatsächlich so weit wie möglich vom Filter weg. Mhm. Ja, der Heizer ist ja direkt neben dem Filter, damit man sieht, ob das auch hinten in die Ecke auch die Temperatur geht. Mhm. Also sprich, finde ich gut. Schräg gegenüber. Ja. Klingt absolut logisch, würde ich auch so machen. Ja, würde ich tun. Super. Bodengrund einfüllen, das machen wir gleich alles noch im Deko-Video. Hier schiebt ihr quasi die Bodengrundschicht ein. Den Nährboden würdest du wahrscheinlich auch von vorne ja wieder ein Stück weglassen, damit man die an den Seiten nicht sieht. Also so ein bisschen drei Fingerbreite. Das zeigen wir dann alles. Und dann geht es mit dem Video, würde ich sagen, als nächstes weiter. Ist das so? Oder hast du noch was du loswerden wolltest? Nein. Nein, ne? Preislich. Hör mal, preislich. Wir müssen noch den Leuten sagen, was es kostet, ungefähr. Ach so, ja, müssen wir. Also alles das, was hier steht, würde ich sagen, roundabout knapp unter 200 Euro. Na, mit Nährboden könnte es vielleicht knapp drüber sein, aber so knapp die 200er Grenze. Ich muss mal überlegen. Ich überschlag gerade.
Ja. Oh, also mit 200 Euro kriegst du hin. Knapp unter 200 Euro seid ihr dabei. Ne? Ist, aber noch nicht, ist aber noch nicht bepflanzt. Nein, noch nicht bepflanzt. Und nicht dekoriert. Ja. Auch da wieder, natürlich, wir wollen immer irgendwo ein schönes Objekt erzeugen. Natürlich könnt ihr euch auch den billigsten Sandkastensand nehmen. Ihr könnt natürlich auch einen 60x30 Glaskörper nehmen ohne Abdeckscheibe. Und ihr könnt natürlich auch eine kleinste Aufsteckleuchte wählen, die nur mittig sitzt. Alles eine Frage des Anspruchs. Wir haben immer den Anspruch, dass es schön aussehen soll. Für uns ist das quasi hier schon tatsächlich ein solider Einstieg. Mhm. Aber wenn das Ziel sein soll, so günstig wie möglich ein Aquarium zusammenzubauen, dann ist das hier einfach das falsche Video. Hm? Es soll ein funktionierendes Aquarium sein, genau, was auf lange Sicht Spaß macht. Korrekt. Und kein, ich sag's extra, billiges Aquarium, was gerade mal funktioniert, wo man sich dann vielleicht am Ende sogar noch drüber ärgert. Genau, ne? Sollen alle Optionen offen bleiben. Ja. Gut, ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.